zum Sinne des Bündnisses. Bitte schön. So, ja, und jetzt noch ein paar abschließende Worte. Wir haben heute von vielen verschiedenen Gruppen und Initiativen gehört, wie sie sich für Selbstbestimmung einsetzen, wie sie für ein Bleiberecht für alle und gegen menschenverachtende Asylpolitik, gegen Rassismus und steigende Mieten, gegen Privatisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge und für eine soziale Stadt kämpfen. Und dieses heute nicht nur in Berlin passiert, sondern auch in vielen anderen Städten. Und zwar in Maintal, in Düsseldorf, in Frankfurt und so weiter. Wir haben noch nicht aus allen Städten, wissen wir noch nicht genau, was da, wie viele Leute auf der Straße waren, was genau passiert ist. Deswegen kann ich euch sozusagen erstmal nur erste Fragmente sagen. Wie gesagt, in Freiburg waren 500 Leute auf der Straße, in Bremen gab es eine Kundgebung und eine Befragung vor dem Hauptbahnhof, dessen Ergebnis eindeutig war: Mieten runter, die Stadt gehört allen. In Frankfurt am Main ist die Oberbürgermeistervilla besetzt worden. Da sind mehrere hundert auf der Straße. Ich finde auch, das ist Applaus wert. In Düsseldorf sind 500 Leute, die haben bei Haus und Grund eine Aktion gemacht. Und in Hamburg sind 5000 Leute. Wir haben uns, wir sind Nummer zwei in Hamburg wieder mal, aber mit Konzert, mit einer Demo, mit Aktionen an der Flora und am Jolly Roger, mit einer Baustellenaneignung, mit Zombie Walk, mit einer ganzen Menge Aktionen. Und so sind wir am Ende auf jeden Fall bundesweit über 10.000 Leute heute auf der Straße. Ja, das ist auf jeden Fall ein Grund, es zu feiern. Die Frage ist, was passiert nun nach der Demo? Viele sind der Meinung, dass eine stärkere Kooperation in der stadtpolitischen Bewegung nötig ist. Unsere politischen Gegner kooperieren leider auch und das ziemlich erfolgreich. Aber wie bringen wir die vielen Kämpfe trotz ihrer Unterschiedlichkeit zusammen? Wie können wir uns solidarisch unterstützen, ohne völlig zu erschöpfen zwischen Lohnarbeit, Politaktivismus, Freundinnen und Familie? Diese Demo soll einen Puls geben. Es geht darum, die vielen Facetten der Stadtpolitik von unten wahrzunehmen und die Zusammenhänge zu erforschen. Wie können wir unsere Kämpfe konkret miteinander verknüpfen? Am 9. Oktober findet im Südflügel des Bethanien in Kreuzberg 36, ein Anschlusstreffen an diese Aktionsdemo statt und für November wird ein größerer stadtpolitischer Ratschlag vorbereitet. Wir wollen einen offenen Diskussionsprozess anregen, neue kreative Ideen zu produzieren und effektive Mittel und Wege finden, wie wir durchsetzungsfähiger werden. Wir laden dazu alle interessierten Einzelpersonen und Gruppen und Initiativen ein, an diesem Prozess teilzunehmen. Es gibt noch ein paar Events, die demnächst anstehen. Dazu gehört der 19. Oktober. Am 19. Oktober gibt es einen internationalen Tag für das Menschenrecht auf Wohnen. In vielen Ländern wird sich darauf vorbereitet. In Rom gibt es eine große Demonstration. In Barcelona sind Besetzungen geplant. Auch in Berlin gibt es eine Vorbereitungsgruppe, die für diesen Tag Aktionen plant. Also achtet auf Ankündigungen, guckt im Internet, was angekündigt ist. Haltet euch vor allen Dingen den 19. Oktober frei. Plant nichts anderes, weil dort machen wir das Motto wahr, was wir heute gesetzt haben, nämlich wem gehört die Stadt, wem gehört Berlin. Es gab kein Fragezeichen, weil wir haben eine Antwort darauf und am 19. Oktober werden wir das auf die Straße tragen mit entschiedenen Aktionen, die über eine Demonstration hinausgehen. Ja, das ist eine Möglichkeit, sich einzubringen. Daneben gibt es natürlich auch viele andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Action Week der Refugees, die heute am Oranienplatz startet und bis zum 6. Oktober läuft, oder auch bei Aktivitäten gegen Zwangsräumungen, Protestkundgebungen oder Blockaden. Aber Stadtpolitik von unten ist nicht nur hier mal ein Aktionswochenende und da mal eine Demo. Stadtpolitik wird besonders im Hausflur gemacht, wenn man mit der Nachbarin beschließt, eine Hausversammlung einzurufen, um sich gegen die Mieterhöhung zu wehren. Stadtpolitik wird gemacht, wenn man im Späti auch mal diskutiert und Kontakte im Kiez knüpft. Oder wenn man sich solidarisch verhält, wenn neben einem im Park jemand Opfer einer rassistischen Polizeikontrolle wird. Stadtpolitik wird quasi immer im Alltag gemacht. Gut, Konkurrenz und Vereinzelung setzen wir die Solidarität für eine ganz andere Stadt entgegen. Eine Stadt, in der Menschen gleichberechtigt zusammenleben, egal woher sie kommen. Mit diesen Worten würde ich jetzt die Demo langsam auflösen. Passt auf euch auf, geht in Gruppen nach Hause, das Übliche. Ja, und damit ist die Demo beendet und die Verantwortung liegt wieder bei euch. Wir machen jetzt noch 5 Minuten Mucke, damit ihr euch vielleicht hier in Kleingruppen findet und weiter diskutieren könnt und die nächsten Aktionen planen. Danke.